Wir haben im Keller einen Tresor gefunden. Irgendwas stimmt nicht mit ihm. Letztes Jahr habe ich es geschafft, Geld für einen 6-wöchigen Urlaub zusammenzukratzen. Er begann Ende Juni und dauerte bis in den Juli hinein. Ich musste viele Überstunden machen und sparen, aber es sollte eine magische Zeit werden. Ich hatte mir ein neues Auto gekauft und wollte von Staat zu Staat fahren, um Freunde und Familie zu besuchen. Du weißt schon, die Tanten und Onkel, die man seit 10 Jahren nicht mehr gesehen hat, die Cousins und Cousinen, die Freunde aus der Kindheit. Ich hatte alles schon geplant. 5 Tage vor Beginn des Urlaubs änderten sich diese Pläne. Ich kam vom Mittagessen zurück und als ich die Straße überquerte, raste eine Limousine über eine rote Ampel. Sie fuhr in meine linke Seite und brach mir Knie und Schienbein. Auch mein linker Ellbogen wurde ziemlich übel zugerichtet. Also stellte ich alle meine gepackten Taschen im Flur ab und ließ mein neues Auto in der Einfahrt Pollenstaub sammeln. Ich habe einen ganzen Nachmittag gebraucht, um alle anzurufen und ihnen abzusagen, einen nach dem anderen. Vielleicht nächstes Jahr, oder? So wurde mein zauberhafter Sommer zu einem unfreiwilligen Urlaub. Ich wohne in einem Stadthaus. Tolle Lage, etwa 10 Gehminuten von der Hauptstraße entfernt. Das Haus ist in 3 Teile aufgeteilt. Jeder Teil ist eine eigene Wohnung. Ich wohnte in der obersten Etage. 3 Zimmer und eine Küche. Nicht viel, aber geräumig. Die Wohnungen darunter sind identisch eingerichtet, aber sie werden seit 2 Jahren nicht mehr vermietet. Das Stadthaus ist so gebaut, dass die verschiedenen Etagen unabhängig voneinander sind und eigene Eingänge haben, sodass es gewissermaßen ein Wohnkomplex ist. Außerdem gibt es eine kleinere Wohnung im Keller. Ein Zimmer, eine Küche, ein Bad. Sie sollte eigentlich als vorübergehende Wohnung für das Kind des Vermieters genutzt werden, aber man stellte einen ernsthaften Wasserschaden fest und musste einige Arbeiten daran vornehmen. Sie dachten sich, dass sie auch die Sanitäranlagen ausbessern könnten. All diese Arbeiten fielen natürlich genau auf meinen Urlaub. Ich sollte also nicht nur wochenlang zu Hause bleiben, sondern wurde dabei von dem ständigen Lärm von Maschinen malträtiert. Presslufthämmer, Betonsägen, Autos, die den ganzen Tag lang in die Einfahrt hinein- und herausfahren. Nach nur einem Tag konnte ich genau sagen, welches Geräusch von welcher Maschine kam. Wir haben auch dieses Sicherheitssystem. Wenn die Tür länger als 10 Minuten geschlossen ist, verriegelt sie sich und man muss einen Code eingeben, damit der Warnton aufhört. Dieser Warnton ertönte mindestens 2-mal pro Stunde. Ich konnte dieses verdammte Piepen in meinen Albträumen hören. Ich habe versucht, damit umzugehen. Ich besorgte mir ein paar Oropacks und versuchte, meine Serie mit Untertiteln zu streamen. Aber ich konnte die Vibrationen immer noch spüren. Die Temperaturen lagen knapp unter 40 Grad, aber ich konnte die Fenster nicht öffnen, sonst hätte sich der Baulärm nur noch verstärkt. So saß ich wochenlang in völligem Elend drinnen fest, mit nichts als dieser dröhnenden Maschinenfolter als Gesellschaft. Die ganze Zeit sah ich, wie meine gepackten Koffer vor der Tür auf mich warteten und ich nirgendwo hingehen konnte. Ich konnte mich kaum bewegen. Mit einiger Anstrengung schaffte ich es ins Bad, in die Küche und dann zurück ins Bett. Etwa jeden 3. Tag kam ein Freund mit Lebensmitteln vorbei, aber die meiste Zeit war ich auf mich allein gestellt. Ich zählte die Minuten, bis die Handwerker Feierabend machten. Das war die einzige Zeit am Tag, in der ich mich wirklich ausruhen und etwas mit eingeschaltetem Ton ansehen konnte. Es war eine dieser Nächte, in denen ich mir gerade wieder die Sopranos gönnte, als ich ein weiteres Auto die Einfahrt hochkommen hörte. Es war so gegen 23 Uhr. Sobald ich den dröhnenden Motor hörte, bekam ich diese Pawlowsche Reaktion, mir die Ohren zuzuhalten. Es war nur ein Auto, aber nachdem ich den ganzen Tag nur Baulärm gehört hatte, konnte ich den Gedanken an die kleinste Unannehmlichkeit in der Nacht nicht ertragen.
Ich humpelte zu meinem Fenster und war bereit, mich in ein lautstarkes Wortgefecht zu stürzen. Wenn ich nur einen einzigen Hammerschlag hören würde, würde ich eine Lärmbeschwerde einreichen. Ich war nervös und ehrlich gesagt erschöpft. Schon das Aufstehen, selbst mit Gips, fühlte sich an, als würde Glas in meinem gebrochenen Bein herumschwirren. Und dann der Juckreiz. Den Juckreiz muss man irgendwie versuchen zu ignorieren. Aber als ich zum Fenster kam, sah ich etwas, auf das ich nicht vorbereitet war. Einer der Handwerker kam mit seinem privaten Pickup vorgefahren. Er hatte seinen jugendlichen Sohn dabei. Gemeinsam begannen sie, etwa 20 Pfund Pflanzenerde, eine Kiste mit Kerzen und etwa ein Dutzend armlange Bleirohre abzuladen. Ich war verblüfft. Ich hatte mich auf einen Schreikrampf eingestellt, aber jetzt war ich nur noch verwirrt. Sie gingen immer wieder in den Keller und trugen alles hinein. Dann blieben sie eine ganze Weile da unten. Mindestens 2 Stunden, vielleicht mehr. Ich beobachtete sie, als sie gingen. Sie schienen aufgeregt zu sein. Der Sohn bewegte sich ruckartig hin und her und machte wilde Gesten. Der Vater lächelte und nickte immer wieder. Als sie wegfuhren, drehten sie die Musik lauter und ließen die Fenster heruntergekurbelt. Sie feierten ihre eigene kleine Party. Am nächsten Tag war niemand da. Es war ein Mittwoch und sie hätten da sein sollen, aber es kam niemand. Das ganze Werkzeug stand draußen. Sie waren noch lange nicht fertig, die Einfahrt war ein einziges Chaos und es gab noch viel zu tun. Trotzdem konnte ich mich darüber nicht beschweren, dass ich zum ersten Mal seit Wochen einen ruhigen Nachmittag hatte. Ich verbrachte den Tag ohne Oropax und schaute mir alle Jurassic Park Filme noch einmal an. An diesem Abend fuhren 2 Autos in die Einfahrt. Der Typ mit dem Pickup vom Vorabend und eine alte, schlammfarbene Limousine. Insgesamt waren es 4 Personen, von denen ich keine erkannte. 2 Männer, 2 Frauen, alle in den 40ern und 50ern. Ich konnte nicht sehen, was sie mitbrachten, aber es waren ganze Taschen und Kisten voller Sachen. Das Einzige, was ich erkennen konnte, war eine Handvoll königsblauer Plastikplanen und ein Seil. Sie waren schon seit Stunden dort unten. Ich humpelte zu meiner Haustür, um zu hören, was sie taten. Aber alles, was ich hörte, war Gerede und hin und wieder ein kleiner Jubelschrei. Irgendwann rief jemand etwas aus und die anderen lachten. Es hörte sich an, als ob sie sich richtig amüsierten. Mir gefiel das nicht. Ganz und gar nicht. Sie gingen erst 3 Uhr morgens. Ich hörte, wie sie in ihre Autos stiegen und den ganzen Weg über lachten. Ich war so müde, dass ich fast im Stehen eingeschlafen wäre. Aber ich beschloss, etwas zu unternehmen. Ich wollte wissen, was da los war. Es kostete mich viel Überwindung, es einfach zu versuchen. Ich hatte mein Handy dabei, nur für den Fall. Ein falscher Schritt könnte mich sofort wieder in die Notaufnahme bringen. Ich ging durch die Vordertür, humpelte ins Erdgeschoss und den ganzen Weg an der Hauswand entlang zum Kellereingang. Ich brauchte etwa 15 Minuten. Der Keller war für die Nacht verschlossen worden, aber mit meinem Haustürschlüssel konnte ich sowohl das Schloss im Erdgeschoss als auch das im Keller öffnen. Ein Vorteil, wenn man einen faulen Vermieter hat. Das Schloss schnappte auf. Noch mehr Treppen. Die Deckenbeleuchtung funktionierte nicht, aber es gab eine große Taschenlampe direkt neben dem Eingang. Ich schnappte sie mir und ging weiter nach unten. Die Luft war feucht von Gerüchen. Vor allem nach Erde, aber auch nach Staub und Plastik. Die Wohnung sollte eigentlich nicht sehr groß sein, aber sie hatten einen riesigen Brocken Erde ausgehoben. Es brauchte nicht viel Mühe, um zu erkennen, dass etwas nicht stimmte. Der gesamte Betonboden war aufgerissen worden.
Wahrscheinlich war das Teil der Beseitigung des Wasserschadens. Sie hatten die rohe Erde mit blauen Plastikplanen abgedeckt und dann begonnen, sie mit Pflanzerde aufzufüllen. An den Rändern des ausgehobenen Lochs lagen Bleirohre. Sie wurden in den Boden gerammt und mit jeweils einer Kerze bestückt, wie stehende Fackeln. Insgesamt waren es 12 Stück, die in einem perfekten Kreis angeordnet waren. Und in der Mitte dieses Kreises stand ein Tresor. Es war ein massiver Eisenkasten, wie ein nivelliertes Ding aus der Jahrhundertwende. So groß wie ein kleines Kind. Er balancierte in der Mitte des Raumes auf einem flachen Stück Stein, der einzige Teil, der nicht ausgegraben worden war. Der Tresor schien brandneu zu sein, als wäre er poliert und gereinigt worden. Es sah so aus, als hätte die Besatzung zunächst nur den Boden ausgegraben, aber als sie auf ihn gestoßen waren, hatten sie ihn komplett ausgegraben. Es gab eine Leiter, die in das Loch hinunterführte, aber ich konnte sie nicht benutzen, nicht in meinem Zustand. Ich weiß noch, wie ich mit der Taschenlampe in der Hand dastand und nicht wusste, was als nächstes auf mich zukommen würde. Es kam mir surreal vor. Überall gab es kleine Details. Eine leere Weinflasche in der Ecke, kleine Löcher in der Erde, in die Samen gepflanzt worden waren. Eine Gießkanne am Rande der Treppe. Decken bedeckten den Rand des Lochs, sodass man sich leichter daneben setzen konnte. Nicht, dass ich das getan hätte. Ich bemerkte auch Zigaretten, ein Radio und Batterien. Und überall Kerzen. In den freiliegenden Rohren, auf dem Boden, auf den an den Wänden aufgereihten Kisten, überall. Ich versuchte mir einen Reim darauf zu machen. Was auch immer sie da unten taten, es gehörte nicht zu ihrem Job. Trotzdem fiel es mir schwer herauszufinden, was genau sie vorhatten. Hallo? Die Stimme war weit entfernt, aber klar. Ich hatte das Bild einer Blume vor Augen, die durch Beton bricht. Etwas, das sich seinen Weg durch eine Barriere bahnt. Aber es war keine Frage. Sie kam aus dem Tresor. Ich glaube, es war eine Frau. Entschuldigung. Bist du neu hier? Ich lehnte mich an einen der Balken, um mich abzustützen, und richtete die Taschenlampe auf den Tresor. Er war groß, aber nicht groß genug, um eine erwachsene Frau aufzunehmen. Es sei denn, sie war darin eingepfercht. Es fiel mir schwer zu erkennen, wie eine Stimme aus dem Tresor kommen konnte. Also holte ich mein Handy hervor, um es aufzunehmen. Hallo. Hi. Kannst du mich hören? Ich nahm es auf Band auf und spielte es mir selbst vor, um sicherzugehen, dass ich es mir nicht nur einbildete. Ich habe die Aufnahme gespeichert. Sie ist ein bisschen leise, also habe ich sie verbessert. Es ist jedoch immer noch jede Menge Rauschen zu hören. Schließlich beschloss ich zu antworten. Ja, ich bin hier, sagte ich. Ich höre sie. Oh, hallo, sagte die Stimme. Ich bin sicher, dass das alles etwas verwirrend ist. Verwirrend, ja, sagte ich. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich zog einen Korbstuhl aus der Ecke des Raumes und setzte mich. Ich stellte die Taschenlampe auf eine Kiste, so dass sie auf den Tresor gerichtet war. Ich bin mir sicher, dass das ziemlich seltsam ist, aber es steht dir frei, jederzeit zu gehen. Das will ich doch hoffen. Beginnen wir von vorn, kam es aus dem Tresor. Ich bin Angela. Du brauchst mir deinen Namen nicht zu sagen.
Ich kenne ihn bereits. Ich habe in den letzten Tagen viele Leute hier runterkommen sehen, sagte ich. Das ist seltsam. Es ist meistens ein harmloser Spaß, sagte Angela. Aber ja, ich kann verstehen, dass das beunruhigend sein könnte. Schon, nickte ich. Es kommen nicht viele Leute nach Feierabend auf die Baustelle, um sich dort aufzuhalten. Kommt drauf an. Wenn deine Lieblingsband hier spielen würde, würdest du vielleicht hingehen wollen? Sicher, aber das tut sie nicht. Könnte sie aber. Ich beugte mich vor und warf einen weiteren Blick auf den seltsamen Tresor. Ich konnte keine Markierungen erkennen. Das nummerierte Rad auf der Vorderseite sah unbeschriftet aus. Ich kann es dir zeigen, wenn du willst, sagte Angela. Aber ich brauche dein Einverständnis. Mein Einverständnis wozu genau? Um dir zu zeigen, warum die Leute zu mir kommen. Aber ich will nicht, dass du dich unwohl fühlst. Wird es wehtun? Nein, überhaupt nicht. Na schön. Im Handumdrehen spürte ich, wie der Wind auf mich zurauschte. Das Licht der Taschenlampe dehnte sich zu einem weiten, sonnendurchfluteten Nachmittag aus. Ich hörte einen aufheulenden Motor und spürte die glatte Textur von Leder an der Rückseite meiner nackten Beine. Als ich die Augen öffnete, war ich ganz woanders. Es war eine offene Landstraße, ein sonniger Tag. Der Wind rauschte durch mein Haar. Ich saß in einem Auto, einem offenen Cabrio. Ein alter Freund von mir saß am Steuer, ich auf dem Rücksitz, mit meiner Highschool-Liebe. Ich spürte das Kondenswasser einer eiskalten Flasche in meiner Hand und die warme Nässe eines Kusses auf meiner Wange. Ein Hauch von ihrem berauschenden Shampoo. Das war keine Erinnerung. Das hier passierte genau jetzt. Was dagegen, wenn ich den Bass aufdrehe? Rief mein Freund. Ich will euch nicht den ganzen Tag beim Knutschen zuhören. Sofort verlor ich alle Vorbehalte. Ich vergaß alles. Ich verbrachte Stunden, vielleicht einen ganzen Tag, nur mit meinen alten Freunden. Ich war jünger, stärker, glücklicher. Keinerlei Sorgen auf der Welt. Geld in der Tasche, Schwung im Schritt, keine einzige Wolke am offenen Himmel. Es war nicht nur angenehm, es war wunderschön, himmlisch. Wir tranken etwas und aßen in einem fantastischen Grillrestaurant zu Abend. Wir fanden ein nettes Motel, gerade als wir darüber nachdachten, über Nacht eine Pause einzulegen. Jedes Gefühl erfüllte mich mit Freude. Warme Küsse, kalte Getränke, eine Umarmung von meinem alten Freund. Es machte mir Mut, stärkte mich. Dann verblasste es wieder. Sand rann durch die Finger meines Geistes. Und da saß ich wieder, mit einem gebrochenen Bein, in einem staubigen, kaputten Keller. Ich war nicht länger als 30 Minuten weg gewesen, auch wenn es sich wie ein ganzer Tag anfühlte. Geht es dir gut? Fragte Angela. Ich wusste nicht, was ich fühlen sollte. Es war seltsam, wieder zurück zu sein. Aber all die Empfindungen, die ich erlebt hatte, brannten noch in mir. Ich konnte sie auf meiner Haut und in meinem Geist spüren. Es war unglaublich. Ich glaube, es geht mir gut, sagte ich. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich nehme an, du willst eine Erklärung. Ja, das wäre toll. In der nächsten Stunde
erzählte mir Angela eine Geschichte. Damals war dieser Tresor einfach ein seltsames Ding. Er wurde zu Zeiten des Wilden Westens hergestellt und aus einem seltsamen Metall gegossen, das man in einem ausgetrockneten See gefunden hatte. Er sollte als Teil eines Banktresors verwendet werden, aber sie bemerkten, dass sich das Geld darin leicht veränderte. Zuerst änderte sich nur der auf den Scheinen aufgedruckte Wert, aber mit der Zeit wurden die Veränderungen immer drastischer. Manches Geld verwandelte sich in Blumen, Silber verwandelte sich in Glas. Es gab scheinbar keine Regeln, außer dass sich die Dinge veränderten. Im Zusammenhang mit einer der vielen Grausamkeiten des Wilden Westens beschloss jemand, ein Kind hineinzustecken. Und so entstand Angela. Seitdem ist der Tresor verschlossen. Nicht einmal Angela kann ihn öffnen. Sie wuchs in einem Raum auf, in dem es keine Nahrung, keinen Schlaf und keine Atmung gab. Alles, was sie kannte, war die Dunkelheit dieser fremden Kiste, die sie in einer Art Scheintod hielt. »Ich hab von der Außenwelt geträumt«, sagte sie. »Ich hab so lange davon geträumt.« »Können wir dich nicht einfach rauslassen?« »Das Ding lässt sich nicht öffnen. Es geht einfach nicht. Und selbst wenn, bin ich mir ziemlich sicher, dass mich das umbringen würde.« »Aber bist du für immer darin gefangen?« »Es ist nicht so schlimm«, sagte sie. »Ich kann gehen, wohin ich will. Ich kann sein, was immer ich will. Die einzige Welt, die ich je gekannt habe, ist die, in der man die Augen schließt und einfach lebt. Und ich kann diese Erfahrung mit euch teilen, mit meinen Freunden da draußen.« Ich meine, das war... »So etwas habe ich noch nie erlebt«, gab ich zu. »Aber das scheint unglaublich zu sein. Sollten wir nicht jemanden anrufen, etwas tun?« »Das könntest du wohl«, sagte sie. »Vielleicht die Polizei oder deinen Vermieter. Vielleicht einen großen Wissenschaftler. Aber wer weiß, ob sie mich nicht irgendwo unterbringen oder für etwas Böses benutzen.« »Woher weißt du, dass ich das nicht tun werde?« sagte ich. »Ich bin nicht besser als alle anderen.« »Oh, ich habe eine ziemlich gute Menschenkenntnis. Und ich denke, wir beide werden gut miteinander auskommen.« Wir unterhielten uns noch etwa 30 Minuten lang. Nur Smalltalk über das tägliche Leben. Meine Arbeit, meine Beziehungen, meine Träume und Hoffnungen. Sie war sehr neugierig und hilfsbereit. Als ich schließlich gehen musste, um mich schlafen zu legen, sehnte ich mich nach der Rückkehr. Doch bevor ich ging, hielt Angela mich auf. »Willst du mir nicht das nächste Mal etwas mitbringen? Es tut gut, wenn sich die Dinge verändern. Deshalb bringt man Dinge mit. Ein Poster, vielleicht ein paar Buntstifte zum Malen an den Wänden.« »Warum?« fragte ich. »Der Tresor. Er braucht Dinge, die sich verändern. Wenn das nicht passiert, wiegt er sich in den Schlaf und nimmt mich mit.« »Du brauchst also eine Opfergabe?« »Nein, nichts dergleichen. Nichts Dramatisches. Nur etwas, das diesen Raum verändert, ihn anders aussehen oder sich anders anfühlen lässt.« »Ich werde darüber nachdenken«,
Am nächsten Tag war der Baulärm wieder da, und zwar mit voller Wucht, lauter als je zuvor, scheinbar wahllos und ununterbrochen. Sie hatten nicht nur Betonsägen und Presslufthämmer mitgebracht, sondern auch eine kleine Holzhackmaschine. Ich war erschöpft von der vorangegangenen Nacht und verbrachte die meiste Zeit des Tages damit, meine Augen geschlossen zu halten. Aber da war noch etwas anderes. Ich wollte nicht aufstehen. Ich wollte im Bett bleiben und mich in diesen unmöglichen Tag zurückträumen. Der Wind in meinem Haar, die offene Straße, alle Sorgen lagen so weit weg, dass wir sie im Rückspiegel nicht sehen konnten. Die reale Welt fühlte sich für mich kalt an, unbehaglich, wie ein Kokon, der sich um ein zappelndes Insekt wickelt, das sich danach sehnt, frei zu fliegen. An diesem Abend ließ ich das Abendessen ausfallen und ging direkt in den Keller. Ich war schon halb zur Tür hinaus, als ich über Angelas Wunsch nachdachte, dass ich etwas mitbringen sollte. Ich überlegte, ob ich es ignorieren sollte, aber ein kleiner Teil von mir fürchtete, dass sie mir diesen magischen Raum dann vielleicht nicht mehr zeigen würde. Aber wenn ich es täte, würde ich mich ihrem Willen unterwerfen. Andererseits lag es an mir. Ich konnte meine eigenen Entscheidungen treffen. Ich beschloss, ihr einen leeren Blumentopf mitzubringen. Die Pflanze darin war schon lange tot und ich hatte sowieso keine Verwendung dafür. Sie schien Blumen und Erde zu mögen, also warum nicht? Aber die Kellertür war bereits offen. Diesmal war ich nicht allein. Es waren zwei Handwerker da unten und drei zufällig anwesende Fremde. Alle Kerzen waren angezündet und warfen ein warmes Licht in den Raum, das die Schatten an den Wänden tanzen ließ. Sie lagen alle auf dem Boden, einige in der Grube mit dem Tresor, andere auf dem Betonboden. Sie sahen aus, als würden sie schlafen. Sie zuckten und grunzten ab und zu, kleine Kicherer, Seufzer der Entspannung, wie die seltsamste Pyjama-Party, die ich je gesehen hatte. Der Korbstuhl, in dem ich in der letzten Nacht gesessen hatte, wartete auf mich. »Ich bin froh, dass du zurückgekommen bist«, sagte Angela. »Vielen Dank für das Geschenk.« »Ich dachte mir, dass es dir gefällt, wo du doch Blumenerde und so weiter hast.« Ich sah mich um. Unter diesen rastlosen Fremden zu stehen, fühlte sich falsch an. Sie sahen zu glücklich aus, zu zufrieden. Ich fühlte mich wie der einzige nüchterne Typ auf einer Party. »Warum tust du das?«, fragte ich. »Was springt für dich dabei heraus?« »Ich kann es mit dir leben«, sagte Angela. »Und ich kann es nicht alleine tun.« »Aber was ist der Sinn dahinter? Es ist alles unecht.« »Was ist der Sinn jeder Erfahrung? Es verschwindet alles mit uns.« »Sicher, aber unter diesem Gesichtspunkt ist nichts von Bedeutung.« »Lass uns das Beste daraus machen, solange wir es noch können.« »Warte.« Ein Wimpernschlag. Ein Strand bei Sonnenaufgang auf einer tropischen Insel. Palmen, die sich in einer warmen Brise wiegen. Kinder, die im Wasser spielen. Entferntes Gitarrengeklimper und der wummernde Bass einer Party. Frisch aufgeschnittene Honigmelone auf einem Tablett zu meiner Rechten und eine ganze Nacht voller Möglichkeiten vor mir. »Angela«, sagte ich laut. Wir sollten darüber reden.« Ich wusste, ich war nicht wirklich da. Das seltsame Gefühl in meinem Magen störte mich immer noch und sagte mir, dass das alles falsch war. Unnatürlich. Aber da ich in diesem Moment dort war, konnte ich es nicht von der Realität unterscheiden. Das war Angelas Traum für mich.
und sie wollte, dass ich glücklich bin. Ich war bereits dort, warum sollte ich mich nicht darauf einlassen? In den nächsten Tagen lernte ich die anderen Leute kennen, die im Keller ein- und ausgingen. Einige gehörten zum Bautrupp, andere waren ihre Freunde und Familie. Einige gingen hinunter, um Zeit mit Menschen zu verbringen, die verstorben waren. Andere lebten ihre Träume von einer verlorenen Liebe oder verpassten Chancen aus. Ein Mann war besessen von einer Fernsehsendung und Angela half ihm, seinen Traum zu verwirklichen, eine Rolle zu bekommen. Insgesamt waren es etwa 12 Personen und ich lernte einige von ihnen ziemlich gut kennen. Die Zeit, die wir mit Angela verbrachten, variierte von Tag zu Tag. Manche Erlebnisse konnten tagelang andauern, während man in der realen Welt nur Stunden verbrachte. Mein längster Aufenthalt dauerte etwa 3 Tage, während ich nur etwa 2 Stunden in der realen Welt verbrachte. Ich war der VIP auf einer Kreuzfahrt in der Karibik und fand mich wieder zwischen einer offenen Bar, lächelnden Gesichtern und unendlichem Komfort. Und sobald ich aus der Erfahrung heraustrat, waren die anderen da, um ihre eigenen zu machen. Wir tauschten unsere Erlebnisse aus, tranken viele Tassen Kaffee und fuhren fort mit unserem Tagewerk. Einige wollten jedoch nicht gehen. Einige blieben dort. Insgesamt habe ich die Zeit aus den Augen verloren. Ich verpasste Arzttermine, Kontrolluntersuchungen, Nachuntersuchungen, einfach alles. Ich nahm keine Anrufe mehr entgegen und vergaß meinem Freund Geld für Lebensmittel zu geben. Ich hatte Schwierigkeiten, meine wirklichen Bedürfnisse von der Bequemlichkeit des Träumens zu unterscheiden. Ich aß und schlief nur noch, weil meine Zusammenbrüche sonst noch schlimmer werden würden. Der Moment, in dem man zu seinem Körper zurückkehrt, kann verheerend sein, wenn man hungrig, müde und durstig ist. Deshalb haben einige Wein mitgebracht. Wenn man ein bisschen angeheitert war, war es leichter, wieder zu sich zu kommen. Ich war insgesamt etwa 4 Wochen lang unter diesen Leuten. Es kam mir viel länger vor, denn jedes Mal, wenn wir mit Angela unterwegs waren, fühlte es sich an wie einen Tag oder mehrere für sich. Ich erlebte unzählige Abenteuer, bis zu dem Punkt, an dem ich begann, mich von meinem Körper zu distanzieren. Ich vergaß all meine Wünsche und Bedürfnisse. Wozu soll man sein Hemd wechseln, wenn man in diesem Körper nur noch 6 Stunden oder so wach sein würde? Es war, als würde ich einen 3-teiligen Anzug anziehen, bevor ich ins Bett gehe. Nun, mein Bein war immer noch gebrochen. Ich ließ Leute kommen, die mir unten halfen, und wir hatten den Raum ziemlich gut hergerichtet. Wir hatten Lichter an den Wänden aufgehängt, den Betonboden mit Buntstiften bemalt und die sprießenden Blumen in den Töpfen und der Erde gegossen. Ich weiß nicht genau, was das für Blumen sein sollten, aber sie hießen Helianthus ceruela. Offenbar war es Angelas Lieblingsblume. Wir hatten diesen Raum zu unserem eigenen gemacht. Und dann war da noch diese eine Nacht. Wir waren insgesamt 26 Personen, die sich alle in diesem Keller versammelt hatten. Ich saß in meinem Korbsessel. Die anderen waren über den ganzen Raum verteilt. Es lag ein Gefühl der Vorfreude in der Luft, wie eine statische Aufladung. Wir spürten, dass der heutige Abend etwas ganz Besonderes sein würde. Und schließlich ertönte ihre Stimme. »Oh, ist das nicht toll?« lachte Angela. »So viele Freunde. Danke für dieses Vertrauen. Ich hab euch nicht verdient.« Einige lachten, andere grinsten nur. In der Ecke lehnte ein junges Paar aneinander und stieß mit einem Drink auf den Tresor an. Überall gute Stimmung. »Heute Abend möchte ich euch alle kennenlernen. Dort, auf der anderen Seite. Ist das in Ordnung für euch?« Ein Jubelschrei erhob sich aus der Menge. Natürlich war es in Ordnung. Wir liebten Angela. Wir konnten es kaum erwarten, sie zu sehen. »Ihr seid alle zu freundlich.
träumt süß, meine Lieben. Als ich ausatmete und die Augen schloss, umhüllte etwas Unbekanntes meinen Geist. Und als ich die Augen öffnete, war ich an einem Ort, an dem ich noch nie zuvor gewesen war. Ich blickte auf meine nackten Füße hinunter, die in schwarzem Sand eingegraben waren. Meine Beine waren glasig vom Licht einer roten Sonne, die über einem weißen Horizont unterging. Ein dunkler, endloser Ozean breitete sich vor mir aus. Die anderen waren auch da. Einige sahen jünger oder gesünder aus, aber wir waren alle da, unser bestes Selbst, befreit von Sorgen und Schmerzen. Es ist anders, sagte jemand. Wir sind wirklich hier. Wir sind alle wirklich hier. Einige jubelten. Ein paar Mädchen tanzten am Wasser. Das junge Paar knutschte und wälzte sich im Sand. Ich stand einfach nur da und genoss die herrliche Aussicht. Als ich die Augen schloss, kam mir mein wirkliches Leben wie ein Traum vor. Das hier war mein wahres Ich. Ich träumte, dass ich eine elende Bürodrohne mit einem gebrochenen Bein war. Eine Hand berührte meine Schulter. Ich bin so froh, dass du hier bist, flüsterte Angela. Ich blickte zu ihr auf. Angela war sicher 2 Meter groß. Es ist schwer, sie zu beschreiben. Sie war irgendwie farblos. Nicht weiß, nicht schwarz. Einfach farblos. Keine Haare, keine Narben, weder Mann noch Frau. Sie sah aus wie eine Quasi-Person, die sich noch nicht entschieden hatte, was sie sein wollte. Sie hatte keine Mimik. Ihre Augen hatten keine Farbe. Und das seltsamste Detail waren ihre Hände. Sie hatte keine Fingernägel. Ich konnte mir vorstellen, dass sie mit Wohlwollen auf mich herabblickte, aber in diesem Moment war da nichts. Ganz gleich, was ich mir vorstellte, ich konnte erkennen, dass da nichts war. Sie klopfte mir auf den Rücken und wandte sich an die anderen. Heute Abend müsst ihr nicht gehen, sagte sie. Ihr könnt so lange bleiben, wie ihr wollt. Ihr könnt gehen, wohin ihr wollt. Ihr könnt zusammen, allein oder als Gruppe gehen. Es gibt keine Einschränkungen. Eure großzügigen Geschenke und euer Vertrauen in mich haben mein volles Potenzial entfaltet. Sie stürzte sich ins Wasser. Wir folgten ihr. Die anderen tummelten sich vor mir, begierig darauf, ihr in die Tiefe zu folgen. Ich hinkte hinterher. Lasst uns zusammen schwimmen, sagte sie. Zu fernen Ufern und in unendliche Weiten. Mein Bein schmerzte. Da war dieses unangenehme Ziehen in den Nerven, das sich durch meinen Körper zog. Ich blickte nach unten. Ich konnte spüren, wie sich das Wasser um meine Füße sammelte. Mir ging es gut, aber ich spürte den Schmerz, den echten Schmerz. Als ich wieder aufblickte, waren einige Leute verschwunden. Ich versuchte, das junge Paar zu finden, die Mädchen, die am Wasser gespielt hatten. Als ich die Köpfe zählte, sah ich nur 19 von uns. Waren einige von ihnen vorausgegangen? Als ich die Oberfläche überblickte, sah ich einen Kopf unter Wasser tauchen.
Er tauchte nicht wieder auf. Einer nach dem anderen begann zu zweifeln. Einige sahen sich gegenseitig an und wussten nicht, was sie tun sollten. Angela, die am weitesten draußen war, drängte uns zur Eile. »Kommt doch«, lachte sie. »Es ist nicht mehr weit.« Ich sah, wie ein Mann vor mir seine Meinung änderte. Er drehte sich um und ging zurück zum Ufer. Unsere Blicke begegneten sich für eine Sekunde, und im Handumdrehen wurde er unter Wasser gezogen. Panik. Wir flohen zurück ans Ufer. Ich sah, wie sich etwas in den Wellen bewegte. Einige, die abgetaucht waren, kamen wieder hoch und schrien um Hilfe. Andere kreischten wie verwundete Tiere. Eine Kakophonie von schrecklichen Erkenntnissen überkam mich auf einmal. »Lass mich los! Lass mich los!« schrie einer. »Es hat mich erwischt! Es hat mich... Bitte! Bitte! Nein!« Als etwas Kaltes meinen Zeh berührte, zuckte ich zusammen. Und für einen Moment war der Bann gebrochen. Ich war wieder in der realen Welt und stand am Rande des festen Bodens. Alle anderen waren hineingesprungen. Einige lagen mit Krämpfen im Dreck, andere hatten aufgehört zu atmen. Ich sah einen jungen Mann mit einem gebrochenen Genick. Ich hatte mein verletztes Bein belastet, was mich davon ablenkte, selbst hineinzuspringen. Ich wurde gezwungen, aber der Schmerz hatte mich auf dem Boden gehalten. Der Tresor war leicht geöffnet und etwas kam aus dem Inneren hervor. Dann war ich wieder an diesem Strand. Weiße Algen breiteten sich wie kranke Adern über den schwarzen Sand aus. Ich sah, wie ein Mann in die Tiefe gezogen wurde, egal wie sehr er seine Hände in den Sand stemmte. Es waren nur noch wenige von uns übrig. »Nur noch ein kleines Stück«, sagte Angela. »Du bist fast da.« Ihre Stimme dröhnte über den Horizont. Ich versuchte zu rennen, aber ich konnte nicht. Mein Bein schmerzte zu sehr. Aber ich klammerte mich an diesen Schmerz. Ich ließ ihn durch mich hindurchfließen. Ich hörte auf ihn und ließ zu, dass er mich dahin zurückholte, was tatsächlich geschah. In die Realität. Dieser stechende Schmerz umhüllte mich und ich öffnete meine müden Augen. Etwas ließ meinen Arm los, als ich mich vom Rand des Lochs zurückzog. Es gab nur noch eine Handvoll Leichen. Ein farbloser Arm tauchte aus dem Tresor auf und packte einen Mann mittleren Alters am Bein. Er begann, ihn zurück hineinzuziehen. »Es ist noch nicht zu spät«, sagte Angela. Ihre Stimme war jetzt viel klarer. »Du kannst immer noch mit uns kommen.« »Was zum Teufel machst du mit diesen Leuten?«, fragte ich. »Was soll das?« »Sie kommen mit mir«, sagte sie. »Wir gehen fort.« »Du bringst sie um. Du tötest uns.« »Mit eurem Einverständnis.« Der Körper des Mannes mittleren Alters zuckte und knackte, als er in den Tresor gezwungen wurde. Es erinnerte mich an eine Schlange mit aufgerissenem Kiefer, die ihre Beute im Ganzen verschlingt. Etwas packte mein gesundes Bein und zog mich nach vorne. Ich stürzte in die Grube, direkt neben den Tresor. Von dort aus, in diesem Winkel, sah er riesig aus. Mein Herz pochte und drohte mir aus der Brust zu springen. Das war keine wohlgesinnte Traumfee. Das war ein gottverdammter Predator. Ich will das nicht. Du hast gesagt, dass du es willst. Du hast mein Einverständnis nicht. Ich sage nein. Nein. Du willst das nicht? Nein. Ich will gehen. Jetzt sofort. Ich werde... Es gab einen Moment des Nachdenkens. Der Tresor wurde leicht angelehnt. Angela nahm einen tiefen Atemzug. Ich werde dafür sorgen, dass du willst. Der nächste Teil ist schwer zu beschreiben.
Innerhalb eines Wimpernschlages war ich in der sengenden Wüste. Ich wurde von tollwütigen Bestien gejagt, die mich am liebsten in Stücke gerissen hätten. Sie schienen immer näher zu kommen, je schneller ich rannte, und die Sanddünen wurden höher und höher. Schweiß brannte in meinen Augen und meine Lungen schmerzten vor Erschöpfung. In gewisser Weise wusste ich, dass ich aufgeben könnte. Ich könnte aufgeben. Ich könnte Angelas Hand nehmen und friedlich ins Ungewisse eintreten. Aber die Bestien holten mich ein, begannen, mich in Stücke zu reißen und ließen meinen Körper zerstört und entblößt im Sand liegen. Meine Kehle rang nach Luft und ich spürte, wie mir das Bewusstsein entglitt und ich es wieder verlor. Sag mir, wenn du bereit bist zu gehen, flüsterte Angela und strich mir durchs Haar. Nimm einfach meine Hand. Ich wollte es tun, aber ich spürte immer noch mein gebrochenes Bein. Das war nicht real. Über einen Zeitraum, der sich wie Wochen, vielleicht Monate anfühlte, wurde ich gefoltert. Ich wurde erschossen, ertränkt, gegessen, verbrannt, zerstückelt. All das. Das Schlimmste war, als sie mich an einen Ort brachte, wo ich wusste, dass es irgendwann passieren würde, aber nicht sofort. Wenn es jederzeit passieren konnte, aber ich nicht wusste wann. Ich hatte alles, was ich liebte, vor meinen Augen zerstört. Jeder Traum wurde zum Albtraum. Ich saß wieder in diesem Auto. Der Wind rauschte durch mein Haar und meine Highschool-Liebe biss mir mit ihren Zähnen die Augen aus. Ich wurde bei lebendigem Leib von Familie und Freunden aufgefressen. Ich wurde lebendig begraben und hörte durch verrottende Ohren, wie die Leute auf meinem Grab tanzen. All meine Schreie verhallten ungehört und all meine Tränen bedeuteten nichts. Dies würde niemals enden. Es würde nie aufhören. Eine nicht enden wollende Parade des Elends. Und egal wie sehr ich schrie, weinte oder bettelte, es spielte keine Rolle. Ich musste mich fügen. Ich musste ihr mein Einverständnis geben. Ich musste es tun. Oder es würde auf ewig so weitergehen. Aber ich hielt an meinem Schmerz fest. Den echten Schmerz. Ich wusste, dass es irgendwo da draußen die wirkliche Welt gab. Mit echten Schrecken und echten Erfahrungen, wo Träume nur Träume waren. Irgendwann wachte ich in einem Krankenwagen auf. Eine Sauerstoffmaske scheuerte an meiner Nase. Ich konnte Blut riechen. Ich konnte meine Arme nicht bewegen und hatte ein seltsames Kribbeln in den Fingerspitzen. Eine ohrenbetäubende Sirene dröhnte in meinen Ohren. Er kommt zu sich, rief jemand. Sir? Sir? Ich erinnere mich, dass ich in die Augen eines jungen Mannes sah, der neben mir stand. Er versuchte, meinen Puls zu prüfen. Mein Bein, sagte ich. Es tut weh. Es tut so weh. Und das tat es auch. Es tat weh. Und zwar richtig. Einer der anderen Bauunternehmer hatte sich gewundert, was los war. Die Leute hatten aufgehört, auf seine Anrufe zu reagieren. Er kam vorbei, um nach dem Rechten zu sehen, und fand mich, allein und bewusstlos im Keller. Er hatte einen Krankenwagen gerufen. Offenbar blieb er nicht lange genug, um Angela zu hören. Oder vielleicht war sie damit beschäftigt, mit mir zu reden. Sie zogen mich heraus und brachten mich ins Krankenhaus. Während der ganzen Zeit war ich immer wieder bewusstlos. In der Zwischenzeit wurden die Reparaturen fortgesetzt. Als erstes wurde der Boden aufgefüllt. Niemand hat mir gesagt, was mit dem Tresor passiert ist. Wie sich herausstellte,
war ich tatsächlich 3 Tage lang in Angelas Welt. Es gab einige Anfragen über verschwundene Personen, aber anscheinend ist das nicht so ungewöhnlich, wie man meinen würde. Meine Episode wurde auf eine Überdosis Schmerzmittel zurückgeführt. Für die anderen gab es nicht eine einzige Erklärung. Ich habe versucht, mit den Leuten darüber zu reden, aber es war schwer, sie zum Zuhören zu bewegen. Ich schreibe dies, um mich daran zu erinnern, dass das, was ich erlebt habe, real war. Ich kann mit niemandem darüber reden, denn alle Beteiligten sind, nun ja, nicht mehr da. Stattdessen bin ich umgezogen und meinem Bein geht es besser. Und je weiter ich mich von diesem Tag, diesem Sommer, entferne, desto mehr fühlt es sich wie eine Unmöglichkeit an. Aber ich weiß, dass es passiert ist. Ich weiß, dass es so war. Ich glaube, was mich am Ende gerettet hat, war, von diesem Ort wegzukommen. Aber in der Tiefe meines Herzens muss ich mir eingestehen, dass ich dorthin zurück will. Wenn ich ihr gefolgt wäre, wäre vielleicht alles gut geworden. Aber vielleicht wäre es das auch nicht. Wenn dich dieses Video verängstigt hat, schockiert, verdattert, aufgestachelt, erfreulich angewidert oder auf sonstige Weise unterhalten, dann like es. Und falls noch nicht geschehen, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke.